3, 2, 1, go! Sugar, fuck, I bang, bang, bang on the drum, baby. Yeah, I can't hear you. Days go by fast and it grinds my gears. Fly by till you buy the lid. Fine wine, keep mine a beer. Square dance with those squares who are hot to cheer. It's no problem when the sun is out. Unless it's too long when the guns get out. Rob a cop thing, the old lang zang. We need a fresh start so the guns don't bang. But the drums do. Ja, hallo liebe Leute, hier ist der Eingöllebunker. Und ich präsentiere euch das erste Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Und mit dabei habe ich den einen kleinen Bastard, sag mal hallo. Servus Leute, Bastard hier. Ja, und du kannst uns gleich mal die Klasse verraten, mit der ich gespielt habe. Also der Güllebunker, der spielt auf ein Team Deathmatch auf Dome, mit der MP7 natürlich, der nubischen Waffe aus ganz ME3, mit Schnellfeuer und Magazinerweiterung. Es ist ein 25-3, es ist jetzt nicht der beste Score, aber um ein kurzes Fazit zu treffen bezüglich ME3, passt es schon. Genau so ist es. Ich habe das Spiel jetzt 125 Stunden gespielt und wir möchten euch jetzt ein kleines Fazit über ME3 geben. Also es ist ja so, dass das Spiel vielen ankotzt. Es kotzt einfach vielen Spielern an. Wie ist das bei dir? Was noch? Ja, ich spiele es ziemlich gerne, aber naja, ich kann es schon verstehen, weil es gibt so viele Sachen. Man kann überall campen und es wird auch überall gecampt. Es gibt so viele nubische Waffen, das ist schon irgendwo logisch, dass das vielen nicht gefällt. Ja, bei mir ist das ja auch so, ich beleide ja auch viele und letztendlich spielen es doch alle. Das ist nämlich der Punkt, alle laufen, weiß nicht, mit der FMG 9 Akimbo rum oder FMG 18, ja, und wir regen uns sowas dann auf und umso mehr uns das aufregt, umso mehr spielen wir es irgendwie. Also so kommt es mir vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie es bei dir ist. Also ich spiele sowas natürlich nicht, nee. Aber nein, Spaß. Ja klar, ja. Spielt man alles MP7, das nimmt jeder. Oder, naja, die AK. Da kann man sich wieder streiten. Ich finde zum Beispiel die MP7 keine Noob-Waffe. Natürlich nicht. Quatsch auch. Ja, aber nein. Die FMG 9 Akimbo ist wirklich also ein bisschen übertrieben. Wir regen uns jedes Spiel drüber auf und letztendlich freuen wir uns, wenn wir mal so einen FMG 18 Typen erwischt haben. Und dann spielen wir halt das Spiel weiter, so ist das halt. Ja. Wie ist es bei dir mit Noob-Waffen? Naja, ausgeglichen, wa? Nein, ich nehme natürlich auch verdammt viele Noob-Waffen. Ja, aber jetzt nicht zum Beispiel FMG 9 Akim, weil das ist wirklich das perverseste, was. Nein, Quatsch. Aber ich habe irgendwie so rausgefunden, wenn ich die MP9 nehme. Da wird man überhaupt nicht als Noob beschimpft. Keine Ahnung warum, die ist fast genauso schlimm. Mir ist nicht vorgekommen, dass mich jemand als Noob beschimpft hat. Ja, das ist auch so ein Punkt. Da streift sich viel auf die MP9. Ist sie eine Noob-Waffe? Ist sie es nicht? Man weiß es halt nicht, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. Also beschimpft hat mich deswegen noch keiner. Komisch eigentlich. Ja. So, dass wir eigentlich immer so vorschnell sind. Ja, das stimmt. Also, wo es eigentlich im Chat, also ich spiele auf dem PC und was das auch. Geht's eigentlich die ganze Zeit nur FMG 9 Akimbo Noob. Ich bin natürlich auch einer denen, die das im Chat dann schreiben. Ich mach's einfach so, ich spiele mit der P99, mit der komme ich eigentlich ganz gut klar. Da wird man nicht als Noob abgestempelt und ja, das finde ich schon mal ganz okay. Obwohl das Teil auch ziemlich hart ist, also man muss den nur draufhalten, da ist dann sofort weggelatscht der Gegner. Da kannst du auch wenig machen. Aber naja, es ist halt so, es wird halt nicht als Noob-Waffe beschimpft und was die Mehrheit sagt, das stimmt dann halt auch. Das ist immer so. Genau. Also, wenn jetzt ein Anfänger mit der FMG 9 Akimbo zockt oder die FMG 9 Akimbo freigeschaltet hat, finde ich das ja gar nicht so schlimm. Aber wenn ich dann sehe, dass einer mit im 5. Prestige dann mit seiner FMG 9 Akimbo spielt, da könnte ich manchmal auslassen. Ja. Man muss allerdings auch sagen, das Spiel ist ja eigentlich für die Anfänger gemacht, weil die Anfänger, so wie ich, weil die Anfänger halt die größte Gruppe sind von Spielern und für die ist das Spiel gemacht und deswegen gibt es auch so viele nubische Waffen, die dann die
ja, etwas besseren Spieler halt aufregen, weil man dann halt immer weggelatscht wird von denen. Wenn sie dann mal einen Kill machen, dann halt mit den Waffen, weil sie halt am stärksten sind. Ja, da kann man wirklich nur dazu sagen, es ist, ja, wie du es gesagt hast, also es stimmt. In COD4 war das noch ganz anders, also da gab es noch keine richtigen Loop-Waffen. Also es gab starke Waffen, aber es gab noch keine overpowerten oder overused Waffen. Ja. Da war es eigentlich noch halbwegs ausgeglichen, aber das hat sich stark geändert. Ja, leider. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, wir spielen es trotzdem, es macht uns Spaß, wenn wir dann diesen FMG9 Akimo-Typen wegbrachen mit all unserer Kraft. Und ja. Na, was sollen wir denn sonst spielen, Mensch? Battlefield 3 ist auf dem PC voller Spyware. Ja, allerdings. MW2 ist durch. Black Ops, naja, gut, darüber wollen wir ja gar nicht erst reden. Also Black Ops spiele ich gerne, ja? Also, ja, ja, komm. Nur Nuketown. Ja, so ist es. Ja. Ansonsten, was gibt's noch zu spielen? Minecraft. Na gut. Spiel ich auch nicht mehr so wirklich. Nee. Auch durch. Ja. Ja, also spielen wir weiter MW3 mit den Noobs, mit den ganzen Noobs, die immer mehr werden. Und uns macht das Spiel Spaß. Die Stundenzahl wird immer mehr. Und ja. Irgendwann. Und du bist stolz drauf. Ja. So. Was war denn das jetzt? Was gibt's noch zu sagen? Camper. Genau, verdammt, Camper. Verdammt viele Camper. Wird auch verdammt viel für Camper gemacht. Sowas wie Assassin oder Blind Eye oder so ein Müll. Genau, alles nur für die ganzen Noobs. Ich bin jetzt Blind Eye oder ich glaube über Überwacher heißt es ja. Naja. Finde ich jetzt persönlich nicht so noobisch. Das Einzige, was aufregt, ist Attentäter. Also, naja, endfertig, sag ich mal. Möglich. Und ja, das war unser kleines Fazit zu MW3, sag ich mal. Ich denke mal, wir haben jetzt mal ein bisschen überzogen. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Na gut, ja. Das Schlusswort hatte ein kleiner Bastard. Was soll denn der noch sagen, ey? Ja, ja, es ist ein ganz nettes Spiel. Leider ist die Modern Warfare-Reihe zu Ende, aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Es wird bestimmt noch ein vierter Teil. Nee, haben sie. Nein. Na gut, okay. Gut, okay, dann ciao. Na denn, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Jo. Pass me my smoke. Tonight we gon' play. Tomorrow we coach. Live how I live. Fuck how I croak. I drink it all in and laugh when I choke.